Hallo und herzlich willkommen zu Luigi's Adventure DX. Ist ein Star Revenge von Brodude. Ich denke mal oben links genug gesehen, das ist eh zu groß. Ja, wir befinden uns in Scarlet Forest. Ein Level, das ich tatsächlich, soweit ich mich, glaube ich, kann mich, ich glaube, ich mochte hier fast jedes Level. Ich kann mich nur nicht mehr erinnern. Das ist alles. Lesen wir erstmal. Nein, das Schild. Ignore me. I'm useless now. Have a nice day. Okay. Schön. Wenn du das sagst, ne? Also die Gumbas sind schon irgendwie riesig, ne? Also die. Oder was ist. Also die. Ja, ja. Ja, würde ich sagen. Ja. Hallo, oh Gott, da war mal was, aber ich weiß nicht mehr was. This is one hoot cage. Hey, want a hint on how to get the star? You see the trees inside has a warp that connects to another tree with the same color patterns. Ah ja, okay. Da war was. Where is the other tree? I think it's past the star thing with a true on. So, irgendwo beim zweiten Stern. There are a lot of frongs in the area with the counterpart tree. Was ist ein frongs? Und schauen wir uns den Tree mal genauer an. Den Tree. Also, dieser Baum hat, wie wir es genau sehen, zwei lilane Dinger da. Ja, zwei lilane. Und zwei pinke. Hoffentlich stimmt's. Ne, drei. Also, drei pinke, zwei lilane. Drei lilane. Zwei. Egal. Drei pinke, drei lilane. Ach, irgendwie. Ja, genau. Weil wenn wir diesen Baum hier anschauen, der hat ganz eindeutig Rot mit drin. Und nicht dieses tiefe Blau-Lila da hinten. Und so sind eigentlich alle Bäume. Gott sei Dank erzähle ich gerade keinen Mist. Das hätte jetzt auch in die Hose gehen können, bevor ich mich umgucke. Au. Schön, dass man nicht runterfällt, sondern da einfach nur heiße Boden ist. Wobei runter. Naja, egal. So. Das heißt, wir müssen einfach nur nach dem Baum mit dunkellila Blättern Ausschau halten. Yeah. Ich denke mal, das ist noch irgendwo möglich. Nicht? Ist das nicht möglich? Ist das denn nicht möglich? Ich glaube, wir müssen den Schalter drücken, weil er da ist. Nein, es könnte ja auch mal eine Falle sein. Ah ja, da geht's zu einem Stern. Könnten wir theoretisch machen? Aber wir machen einfach mal Tour over the bridges. Und eigentlich ist es gar nicht so schwer, wie man sich das vorstellt. Offensichtlich aber schon. Gehen wir mal nach oben. Ja. Jetzt. Also. Wenn wir nach unten schauen, haben wir da hinten. Ah. Also. Müsste da nicht so eine komische Plattform sein, die sich dem Pfad folgt? Also eigentlich schon. Wird dann. Habe ich wohl jetzt auch einfach nur übersehen. Was sagst du denn? Wanna be a dairy. Was? The one of these two boxes has 10 coins. The other one has a Chakya inside. Ah. Wie schön. Danke für den Hinweis.
Was hat die Gute jetzt? Naja. Ich weiß nicht, ob er das jetzt im Hintergrund gehört hat, aber... mein Echo hat gemeint, mal wieder reden zu müssen. Sie hat zwar immer keinen Grund für, aber sie redet halt gern. Sie fühlt sich so gern angesprochen oder generell angesprochen bei allem. Egal, was ich sage. Aber halt meistens, wenn ich mit anderen Leuten rede. Entweder wird sie neidisch. Ich habe keine Ahnung. Ja, da brauchen wir erst gar nicht hin. Und da hinten haben wir auch einen Stern. Und wir haben tatsächlich schon, so möchte ich meinen, eine Menge Münzen beisammen. Jo. Tada. Ja, ich möchte speichern. So, gucken wir uns gleich mal um. Wir können natürlich auch... Zack. Wir könnten natürlich auch... Wir sehen hier unten ja wieder dieses tiefe Blau. Dieses tiefe Lila-Blau. Wenn wir jetzt nämlich hier ein bisschen rumgucken, sehen wir nämlich genau so einen Baum. Nicht. Ja. Genau. Und das wollte ich damit sagen. Ja. Weil der Baum ist nämlich eigentlich auch nicht hier. Ja, schön. Und da ist er auch nicht. Ja, gut. Dass das geklärt wäre. Okay. Jo. Geben wir unsere Bridges wieder zurück. Unsere Bridges. Ja, Brücken. Stern Nummer 2, also hier. Machen wir kurz. Secret of the... Ja, dämlich. Da ist unser Baum. Da ist er. Erst ewig gesucht. Oh, das hätte in die Hose gehen können. Hätte in die Hose gehen können. Aber wenn wir uns, wenn ich jetzt richtig, müsste ich jetzt hier hin. Oder hier hin. Ah, da. Uah. Und unser 100-Münzstern. Schwupp. Tja, und da haben wir unseren nächsten Stern. Also, wir sind nicht gerade wenig erfolgreich, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Läuft. Dann machen wir jetzt da unten das Gedöns da. Das haben wir ja vorher schon gesehen. Au. Au. Kann ich mich retten? Nö. Upsala. Jetzt konnte ich mich gerade mit Glück retten. Machen wir mal einen größeren Sprung in der Hoffnung, dass es klappt. Und ich brauche gar nicht... Hier kommt man raus. Ach, so ist das. Dann möchte ich aber mal aus Sicherheitsgründen das wieder zu deaktivieren. Warum? Einfach nur, falls, ja, dass wenn wir einen Stand bekommen, dass wir keinen Zeitdruck haben wegen irgendeinem Mist oder so. Dass wir da einfach nur das Zeug machen können. Okay, wie kommen wir da hin? Oh, 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 ich habe was gesehen. Ich habe was gesehen. Ist zwar Turn Block Cave. A go for a blast. Ja, machen wir halt das. Wollte ich gerade sagen. Das Echo wieder anfängt, ne?
Alexa. Wow. Ah! Nö, ja, das ist. Da würde ich mich jetzt einfach mal da hinschießen. Zack. Bumm. Und wieder habe ich heute einen harten Tag hinter mir. Ich habe heute eigentlich alles gemacht, was ich normalerweise in einer ganzen Woche machen würde. Also eigentlich eine ganze fast, aber zumindest den Haushalt habe ich diesmal schön und ganz heute gemacht, komplett und nicht auf eine Woche aufgeteilt. Trotz meinen 8 Stunden Arbeit. Und irgendwie bin ich jetzt, vor allem weil ich noch einiges zu tun habe und das jetzt nur als Puffer dazwischen schieb. Als Puffer, nee, als Zeit. Also weil ich halt gerade Zeit habe. Dazwischen schieb ein Part Star Event. Muss ich sagen. Au. Hier sollte ich rauskommen, oder? Nö. Das ist hier der Weg. Ah, stimmt. Ich erinnere mich. Als wir das Level betreten haben. Aber man muss dazu sagen, Birdle hat natürlich auch beim Level-Design in jeglicher Hinsicht super Arbeit geleistet. Ja, solange ich so hoch springen kann, mache ich das. Na. Und jetzt kann ich's nicht mehr. Okay, das funktioniert nicht. Okay, direkt beim ersten Mal. Normalerweise dauert es Ewigkeiten, da hochzukommen. Egal wie. Also einfach nur, weil man es 500 Mal versuchen muss. Hier ausnahmsweise nett. Muss ich sagen, bin ich froh. Gott sei Dank, schön, toll. Oh, selbst die Brücke ist so toll. Die tolle Holzbrücke. Ich mag die Holztextur von der Holzbrücke. Autsch. Das tut weh. Ja, musst du jetzt in die Lava hüpfen, ja? Ich meine. Aber das ist nicht der richtige Höhlenausgang, den ich wollte. Weil wir haben jetzt Right of the Panels. Jetzt soll ich brauchen, ne? Du bist ein bisschen easy. Probieren wir halt einmal. Einmal. Ey, geh mal da hinter. Dass ich hier schon mal näht. Ah, da unten. Ah, 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 ah. Ja, richtig. Ich spiele das gerade ein bisschen zu schnell. Ich möchte ehrlich gesagt das eigentlich viel langsamer spielen, aber ich kann nicht. Heula, die Waldfee. Uah. Au. Oh Gott, knapp. Knappe Geschichte. Na? Was wäre nämlich die Plattform für Schwundikusgange? Boah, ist aber generell knapp dann hier. Oh Gott, ich habe Angst vor späteren Levels, weil es hier nämlich aktuell zu gut funktioniert. Und viel zu locker durchklappt. Wir haben ja immerhin schon fast das komplette Level wieder komplett. Das geht nicht. Das sind weniger als ein Part. Was auch so ist, wir können ins nächste Level gehen. Oder wobei? Wanna get closer or just back to the start of the ride? Go enter this pipe and it will take you there. Okay. Schön will ich aber nicht. Ich würde eigentlich eher ins nächste Level gehen, weil wir können das ja. Jetzt ist die Frage, geht's hier zurück? Ja, hier geht's zurück. Ja, wir könnten auch Exit-Kurs machen, aber dann haben wir ja gar nichts mehr zu tun, ne?
Und irgendwie mag ich da gerade lieber was zu tun haben. Bevor das Let's Play zu Ende ist. Wenn es ja eh schon so schnell. Da steht nichts. Okay, dann gehen wir kurz durch. Bitte, danke. Ach, hallo Toadie. Was hast du uns zu sagen? Ah ja, toll. Also im Prinzip hat er einmal das erklärt. Und dass man, naja, in den Leveln auch sieht, wo man... Ja. Dass man in den Leveln auch sehen kann, die Sternnamen, welcher Stern wie heißt, dass man einen Hinweis bekommt. Das ist das Bild. Oh, 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 oh. Ich erinnere mich. In Star Revenge 6.0 war das das erste Level, glaube ich. Allerdings habe ich 6.0 nur einmal angespielt, glaube ich. Aber auch nie komplett durch. Muss ich sagen. Und es war auch ein eher, ich weiß nicht, so ein Zwischen-Hack-Ding von Brojuk. Im Sinne von, da war er gerade auf dem Weg zu, jetzt werde ich besser, hat aber auch noch nicht so ganz, war es auch noch nicht. Also es war so ein Mischmasch, ich fand eigentlich war es gut, es war toll, es war eigentlich schön und so weiter und so fort, aber er hatte noch nicht final seine Level Design Standards und Brojuk ist so sicher, dass die Münzen richtig rum sind. Ich finde aber die Version hier dieses Levels, also die jetzige Version, auch wieder was komplett anderes, aber deutlich schöner, angenehmer. Denn schöner, angenehmer, keine Ahnung. Ich würde die der anderen wahrscheinlich vorziehen. Ich glaube, hier habe ich ewig nach Sternen gesucht und keine gefunden, ne? Ha. Ja, Bombe. Leck mich doch. Ah. Wenn ich nur wüsste, wo man... Und was macht man da hinten? Ah, da kommt man wieder raus. Naja, egal. Ja genau, das war eigentlich alles. Ich fand immer hierher und wusste aber nicht, was ich sonst machen sollte. Aber ich hätte eine Idee. Ich gucke jetzt einfach mal auf die Schilder. Ach, man kann in beide Richtungen. Ach, sag bloß. Flyer. Wieder Münzen auf dem Boden. Schön, dass Münzen auf dem Boden sind. Ah, da hoch. Das habe ich... Jetzt aber... Du hast mich jetzt mit Highspeed verfolgt, ne? Das ist Zucker 1. Ich fasse es nicht. Und Musikwechsel. Ah, jetzt habe ich wieder Dings. Okay, Inside the Mall. Oh. Oh, passt doch die Musik. Oh. Hier geht's wohin, ne? Mach ich, da hinten geht's aber auch wohin. Da hinten. Hä? Geht's da jetzt hier zum Stern auf der Seite? Hä? Schauen wir mal nach da drüben. Oh, ganz gefährliche Geschichte. Oh, ganz gefährlich. Also, war ja eigentlich überhaupt nicht so groß gefährlich, aber ich bin eher ein bisschen verwöhnt durch die Safe States. Also, von daher. Stern Nummer 1 unserer. Hoffe ich. Ja, doch, ist Stern Nummer 1.
Aber möchte ich da drüben auch mal auf die andere Seite gehen? Wow, da ist fast der Rückweg anstrengend. Da kann man so hinspringen. Schauen wir mal, was auf der Seite ist. Ob man da auch wo weiterkommt. Wenn ich nämlich gucke, Wall Jump to the Peak. Hört sich nicht ganz so an, aber mal schauen. Oh, ich glaube, ich habe eine Vermutung, was das sein könnte. Okay. Ja. Alle! Das führt uns sogar recht. Komm, nimm die Bombe mit. Dankeschön. Münze blinkt nicht so komisch rum. Ah! Ja, also man muss durch die Höhle gehen, ne? Zack, zack. Ja, ich habe doch schon die Lucky Tube-Kamera an. Das war der Hinweisschild. Benutzt die entsprechende Kamera, weil sonst hast du Probleme. Okay. Okay. Ja. Jetzt wollte ich sagen, man merkt, ich brauche keine Safe States. Habe ich einen Safe State genutzt. Weil ich wagemutig, wie ich bin, schlimm hier rübergesprungen bin. Ne? Also. Ja, komm. Ja, ein paar Münzen fehlen mir noch. Hören Sie, was fliegt hier wieder so eine komische Mücke rum, ey? Dreht durch heute. Boah, tolle Aussicht. Tolle Aussicht. Und ich würde sagen, mit genau dieser Aussicht beenden wir hier und jetzt. Ja, hier und jetzt. Diesen Part. Vielen Dank fürs Anschauen, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Hoffentlich sehen wir uns im nächsten Part auch schon wieder. Und wenn nicht, naja, dann halt nicht. Ich sehe mich im nächsten Part auf jeden Fall wieder. Bis dahin, ciao, ciao.